Ein ganz normaler Donnerstagnachmittag in der Lienzer Innenstadt. Alles ruhig. Doch in der dunklen Stadtsaalpassage tut sich was. Die Frage ist, was geht da vor? Wir üben noch. Wir haben jetzt einen Flashmob geplant heute. Es ist der Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März. Wird in der ganzen Welt auf das Leben mit Down-Syndrom aufmerksam gemacht. Und wir haben uns heuer angeschlossen an eine Idee, die in ganz Europa jetzt gleichzeitig gemacht wird. Ein Tanz, ein Flashmob, der ziemlich spontan aussehen soll, ein Tanz mit einer Botschaft, wo wir mitteilen wollen, dass Menschen mit Down-Syndrom oder andere Behinderungen, Diagnosen, Menschen sind, Mitbürger wie du und ich. Tanzen, ja, mit meiner Schülerin Eva. Das ist nicht schwierig. Ich tanze wohl gern. Ich tue gern tanzen und ich tue auch gern da mit und das macht mir einfach Spaß. Wir haben das geprobt, im Bar Kolping haben wir geprobt, weil es mir einfach viel Spaß macht, da dabei zu sein. In der neuen Mittelschule Eggerlienz haben wir in den ersten Klassen das Fach Soziales Lernen. Und das haben wir immer am Donnerstagnachmittag und heute passt es ganz perfekt. In unserer Unterrichtszeit haben wir gesagt, ja, da gehen wir her. Wir haben über das Thema Down-Syndrom gesprochen und über den heutigen Tag. Und die Kinder haben sich spontan und begeistert bereit erklärt, da mitzumachen. Also wir tun für die Kinder mit Down-Syndrom tanzen und sagen, dass sie auch Gemeinschaft von uns sein und genauso super sein, wie sie sein. Oh, es macht Spaß. Ja, und es ist einfach. Also ich war total ein super Event war das heute. Also zuerst habe ich Sorge gehabt, dass nicht so viele kommen. Es sind aber total viele Leute gekommen. Es war eine Grundidee, einen Flashmob zu machen. Ganz zuerst waren wir 10 bei der ersten Probe. Die erste Probe war total lustig, weil zuerst sehr viele Sachen waren, was uns vorgekommen ist, das wäre zu schwer. Gell? War aber dann ganz gleich kein Problem mehr, weil die Kinder und die Jugendlichen so einen Spaß gehabt haben, dann war es lustig.
Schwierigkeitsgrad, das ist sagen, von 0 bis 10, 5. Hast du auch geschafft.